Ja, so klingt meine Stimme nach 365 Tagen Ruhe, ja. Du kannst von mir aus auch weiter ruhig sein. Ich habe damit kein Problem, wenn das so eine Challenge wird auf TikTok und alle nur noch ruhig sind. Wäre perfekt. Bitte. Bitte mach das. Hier ist Arnold. Und dieses kleine Arschgesicht wird ein Jahr lang nicht sprechen. Warum? Oh, darum, das mehr Menschen weil ich's dir sage. Warum siehst du denn so aus, Arnie? Hier gucken Kinder zu. Du kannst doch nicht einfach deinen Stil ändern. Du machst alles kaputt, du Trottel. Okay. Wusstest du, dass du im Schnitt 7000 Wörter pro Tag sprichst? Und nach einem... Naja, aber wo haben die den Schnitt gemacht? Also, ich kenne so Menschen. Ich kenne so Menschen. Die schaffen wirklich pro Minute 7000 Wörter. Wirklich. Also, ich will mal wissen, was für ein Schnitt das ist. Im Jahr des Schweigens hast du... Eine Taubstummstation oder was? Arnold, ich tue alles für dich. Du solltest mir zuhören. Arnold, bist du denn übergeschnappt? Diese Stereoanlage hat eine Lautstärke von über 150 Dezibel. Das lässt doch deine Trommelfelle platzen. Selbst so einem Idioten wie dir sollte das klar sein. Arnie, ich nehme dir nicht nur deine Stereoanlage weg, sondern auch dein Telefon, deinen Laptop, deine Xbox und alle deine Spielsachen. Du dachtest, du könntest mir widerstehen? Ist das dein Ernst? Komm her, du kleines Arschloch. Wag es ja nicht, wage es nicht, die Stereoanlage einzuschalten. Na! Was zum... Arnold, wenn du so etwas noch einmal machst, drehen wir ein neues Video mit dem Titel Was passiert, wenn man dich bei lebendigem Leib in 1000 Teile zerlegt? Genauso. Und jetzt reiß dich zusammen. Nach einem Jahr Ruhe wird sich der Klang deiner Stimme drastisch verändern. Dein Gehirn tunt deine Stimme, indem es dein Gehör nutzt. Und nach einem Jahr haben deine Ohren vergessen, wie du geklungen hast. Außerdem tut es weh, nach einer so langen Zeit zu sprechen. Ach, ohne Training werden die Stimmbänder schwächer und die Lungen sind schneller erschöpft, weil sie zu wenig Luft bekommen. Du siehst seltsam aus, Arnold. Geht's dir gut? Du hast dich verändert. Nee, aber ich wie schon gesagt, es wäre schon echt gut, wenn das mal so eine Challenge wird. Eine weltweite Challenge. Ne? Bitte macht mal mit. Das wäre doch mal eine richtig geile TikTok-Challenge. Denk daran, du kannst immer mit mir reden. Und außerdem abonniere den Kanal, wenn du Arnold toll findest. Ja, nee, das. Entschuldigung, ich habe jetzt so ein bisschen vor mich hingeträumt. Also, weil ich stelle mir gerade diese Ruhe vor. Diese liebliche, schöne. Oh, Entschuldigung, da werde ich emotional. Also, diese liebliche, schöne, wunderbare, tolle Ruhe. Wenn die Menschen ein Jahr nichts sagen würden. Es wäre das größte Geschenk, das man haben kann. Da muss man einfach emotional werden. Also, ne? Ihr mit euren TikTok-Challenge von wegen hier Tabs auf der Zunge legen. Nee, macht mal eine TikTok-Challenge. Keiner redet mehr. Animiert mal die Leute dazu. Bitte. Animiert die Leute dazu. Das wäre super. Würde mich freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, guckt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst eure getragenen Unterhosen da und vor allem lasst Watchtime da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.